250.000 Menschen hatten sich zu der Demonstration in Bonn versammelt. Die Demonstranten waren seit dem frühen Vormittag in 5 Kolonnen zur Abschlusskundgebung gezogen. In Sprechchören und mit Transparenten forderten sie Abrüstung in Ost und West. Bei der Kundgebung im Bonner Hofgarten drängten sich mehr als 100.000 Menschen. Unter anderem sprach dort das SPD-Präsidiumsmitglied Erhard Eppler. Es kann doch wohl kein Naturgesetz sein, dass Ost und West in gleicher Weise die eigene Rüstung als unvermeidliche Nachrüstung deklarieren, während die Rüstung des jeweils anderen der größenwahnsinnige Versuch sein soll, ein ohnehin gewaltiges Übergewicht noch zu verstärken.